Fokus Fürth wird Ihnen präsentiert von der Infra Fürth. Für unsere Stadt am Werk. Das Gebäude wurde im Jahr 1900 eröffnet, und zwar als gemeinsames Gebäude für das sogenannte Rentamt, das spätere Finanzamt, und das Amtsgericht. Und als dann das Finanzamt in die Südstadt gezogen ist, 60er Jahre, dann wurde das Ganze als Gerichtsgebäude ausgebaut und genutzt. Fast 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind hier beschäftigt. Das Amtsgericht verhandelt allein knapp 2200 Zivilverfahren pro Jahr. Den Anforderungen eines Gerichts dieser Größe entspricht das denkmalgeschützte Gebäude bisher aber nicht überall. Unsere Eingangssituation ist äußerst unbefriedigend. Sie haben ja selbst die steile Treppe gesehen, die durch das durchaus schöne Portal reinführt mit den Stuckarbeiten. Aber dann schließt sich ja die Kontrollstelle an, die nach den tödlichen Schüssen in Dachau eingerichtet worden ist, eher provisorisch als an der Stelle eingeplant. Und die Barrierefreiheit ist hier natürlich nicht gegeben. Durch das Sonderprogramm Bayern barrierefrei der bayerischen Staatsregierung konnte der Neubau eines Eingangsbereichs in der Hallstraße realisiert werden. Neben dem barrierefreien Zugang mit Aufzugsanlage und mehr Raum an der Kontrollstelle und der Kontrollsituation ist dann neu der sogenannte Bürgerservice Justiz als erste Anlaufstelle für Menschen, die hier etwas abgeben möchten, Fragen stellen möchten. Das soll hier an einer Stelle konzentriert werden. Der Bau sollte eigentlich schon im November 2020 fertiggestellt werden. Doch Kälteeinbruch bei Malerarbeiten und fehlende WC-Türen haben den Zeitplan etwas in Verzug geraten lassen. Als nächstes fehlen noch die restliche Technik und die Innenausstattung. Dann ist das Projekt vorerst abgeschlossen. Mit 2,75 Millionen ist der Bau eingeschossig auf den ersten Blick sehr teuer. Er ist aber so ausgeführt, dass problemlos aus statischen Gründen auch heraus aufgestockt werden könnte, nämlich zwei Stockwerke, die wir dringend als Bauabschnitt 2 benötigen, um die Raumnot, die vor allem im Erweiterungsbau im Citycenter herrscht, beseitigen zu können. Im Laufe des Monats Mai soll der Eingang umverlegt werden. Das Amtsgericht zieht dann offiziell um von der Bäumestraße 32 in die Hallstraße 1, ganz ohne das alteingesessene Gebäude zu verlassen. Fokus Fürth wird Ihnen präsentiert von der Infra Fürth. Für unsere Stadt am Werk.